Bevor dieses Video beginnt, Jungs, Teil 2 wird kommen. Stellt weitere Fragen hier. Ich bedanke mich nochmal an alle, die Fragen gestellt haben. Falls eure Fragen nicht kommen, beim Teil 2 vielleicht, habt ihr die Chance. Stellt weitere Fragen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht, Leute, und herzlich willkommen hier zum Frage-Antwort-Video. Ihr bekommt heute meine Antworten. Ihr habt die Fragen gestellt und meine Antworten kriegt ihr jetzt. Und die erste Frage kommt von... Exxon, wer ist dein bester PS4-Freund? Mein bester PS4-Freund? Oh, das kann man so nicht sagen. Also ich sag mal so, es gibt Leute, mit denen spielt man gerne und oft, das sieht man dann auch bei meinen Aufnahmen jedenfalls, aber so jetzt bester Freund, so, das gibt's nicht bei mir. Ich spiele einfach mit denen, mit der jetzt online ist und mit den Leuten wird gespielt. Okay, da würde ich sagen, kommen wir gleich zur nächsten Frage. Die nächste Frage, die kommt von LOLHD, GTA oder Black Ops 3? Boah, das ist eine gute Frage, aber momentan Black Ops 3, weil GTA schnell langweilig wird. Nach einer halben Stunde wird die langweilig und wird das Spiel langweilig und keine Ahnung. Mehr momentan Black Ops 3. Und die nächste Frage, die kommt von Richard. GTA oder Minecraft, kannst du mich grüßen? Natürlich kann ich dich grüßen, Richard. Grüße gehen auf jeden Fall an dich raus. GTA, weil Minecraft zockt man einfach nur so selten. Klar, man streamt es auch oft, aber man spielt es momentan selten. Und danke für deine Frage, auch an alle anderen Fragen. Die nächste Frage, die kommt von Ackermann TV. Wenn du einen Tag lang eine Frau wärst, was würdest du machen? Ackmann, Entschuldigung, hab falsch gelesen. Wenn ich eine Frau wäre, ich bin froh, dass ich ein Mann bin, weil man hat weniger Probleme auf jeden Fall. Und was ich machen würde, also ich würde, kommt drauf an, bin ich jetzt reich oder nicht reich, hätte mir noch scheiben. Also wenn ich reich wäre, dann, wir machen jetzt nicht mit reich. Du hast ja gefragt, wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich, ich würde mal so gucken, wie sich eine Mutter halt fühlt, wie, oder ein Mädchen, eine Frau, wie fühlt sich das an, so viele Probleme einfach zu haben, weil ein Mädchen hat mehr Probleme als ein Junge auf jeden Fall, also ein Mann. Keine Ahnung, ich würde es mal einfach mal probieren, wie sich das so anfühlt und dann wieder zum Jungen wechseln und dann will ich sagen, okay, das ist einfach, das ist schwieriger, aber sonst so, bin ich froh, dass ich ein Junge bin. Danke für deine Frage. Die nächste Frage und der GTA Gamer, der hat zwei Fragen. KMN oder Gang, KMN Gang oder 18 Quadrat. Zweite Frage, Juventus oder Manchester United? Erste Frage KMN natürlich und die zweite Frage Juventus oder Manchester City. Manchester United, das ist auch wieder eine schwierige Frage, aber so leid es mir leid tut, Manchester United. Die nächste Frage, die kommt von unserem Sebastian. Hast du Xbox gespielt? Ja, habe ich, bei einem Freund, aber nicht viel, nicht mal 10 Minuten, nicht mal halbe Stunde, aber ich bleibe bei PS4. PS4 finde ich viel, viel, viel geiler. Und ja. So, Leute, kurz zum Gameplay. Man sieht hier ein Assist jetzt vor, also ein Kill noch vor Orbi gestorben, leider. Ich war auf Tina Streak, aber weiter zu den Fragen. Die nächste Frage kommt von Crazy Boy. Er fragt: Hey, meine Fragen. Was würdest du auf YouTube bringen, wenn du kein COD und GTA mehr hochladen könntest? Danke, schönen Tag noch. Ja. Kein COD, kein GTA mehr. Ich denke, ich werde dann Minecraft und Battlefield 1. Einfach, also ich meine, wenn GTA auch kein Black Ops geht, für ein Jahr oder so, nicht schlimm. Da kommen halt andere Spiele. Dann kommen halt Battlefield 1, andere Spiele halt, ne? Und ja, gerne auf jeden Fall. Deine Frage auf jeden Fall, du hast dich ja bedankt. Immer wieder gerne und dir auch einen schönen Tag. Die nächste Frage kommt von Amer. Erstens, wie alt bist du? Zweitens, COD oder GTA 5? Drittens, würdest du alle deine beste Freunde verlieren oder deine Familie? Wie alt ich bin? Ich bin 16. Die zweite Frage, COD oder GTA 5, habe ich ja vorhin beantwortet, aber trotzdem, wie gesagt, COD momentan. Würdest du alle deine beste Freunde verlieren oder deine Familie? Familie ist das Ein und Alles im Leben. Ist einfach das Wichtigste im Leben.
durch deine Mutter lebst sozusagen. Die hat dich da in die Welt gebracht sozusagen, durch deine Eltern. Und ich werde auf Freunde verzichten. Die nächste Frage kommt von Gamerzock LP. Halt sogar Daumen, 3 Daumen hoch, Leute. Apropos, wenn ihr wenn eine Frage euch sehr gefällt im Video, könnt ihr die einfach mit einem Daumen hoch geben, dann weiß ich, dass die Frage auf jeden Fall kommen soll. Er fragt, Lamborghini oder Porsche? So eine ähnliche Frage hatten wir schon mal. Kommt drauf an, so einen grünen Lamborghini würde ich feiern, aber auch so einen grünen Porsche, aber Lamborghini. Und die vorletzte Frage kommt von Raus Ottmann. Würdest du deinen YouTube-Kanal verschenken aus irgendwelchen Gründen? Kommt drauf an, wenn es ein schlimmer Grund wäre, dass es irgendwie, keine Ahnung, mein Kanal oder meine Eltern, sagen wir mal, natürlich. Ja, würde ich es tun, da kann man nichts tun, da will ich halt auf meinen zweiten Kanal machen, nur wir reden ja von dem Kanal, nicht schlimm. Und die letzte Frage, die kommt von Dominik. BMW oder Audi? Audi. So ein Audi finde ich einfach geiler und warum nicht? Auf jeden Fall, Leute, das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, falls ihr weitere Fragen habt, unter dieses Video. Es wird einen Teil 2 geben. Haut rein, man hört sich und tschüss.